Hallo, ich möchte euch heute eine meiner Lieblingsmeditationen vorstellen. Sie stammt aus dem Yoga und sie dient dazu, dass sich Körper und Geist sehr entspannen und angenehm und wohlfühlen. Wir gehen dabei 61 Punkte unseres Körpers durch. Einige zeige ich euch schon mal vorher, nur für den Fall, dass ihr dann nicht genau wisst, sonst was ich meine. Wenn ich sage Kehle, geht es um den Punkt hier. Und Mitte des Brustkorbes meine ich immer die Punkte hier. Unterster Punkt des Körpers wäre entweder so die Region eures Steißbeines oder da, wo euer Körper den Boden berührt, wenn ihr sitzt. Falls ihr schon Übungen macht wie Yoga, Tai Chi oder Qigong, wäre es am besten, wenn ihr diese Übung im Anschluss macht, denn dann kommt die Übung besonders gut in das Gewebe hinein des Körpers. Solltet ihr andere Meditationen machen, ist es sehr förderlich, diese Übung vorher zu machen, denn dann ist der Geist sehr entspannt und auch der Körper kann besser lange sitzen. Die Übung wird traditionell im Liegen gemacht. Also wer jetzt sitzt, legt euch bitte hin. Wenn ihr eine Yogamatte zu Hause habt oder eine Isomatte oder einen weichen Teppich, dann legt euch bitte platt mit dem Rücken auf den Boden, auch kein Kopfkissen. Gesicht nach oben, Handflächen auch nach oben, Arme ungefähr so vom Körper weg und auch die Beine locker und entspannt, etwas auseinander vom Körper. Dann schließt ihr die Augen und wir beginnen mit drei tiefen Atemzügen, wo ihr einatmet durch die Nase und kräftig ausatmet durch den Mund, sodass euer Körper sich maximal entspannt. Und danach gehe ich mit euch durch die Punkte. Normalerweise macht man drei Durchgänge. Ich glaube, zeitlich schaffen wir heute nur zwei. Wenn ihr die Übung zu Hause macht, dann macht sie bitte dreimal hintereinander. Okay, wir starten mit drei tiefen Atemzügen. Soweit, so gut. Jetzt leg bitte deine Aufmerksamkeit auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen und versuch ihn so gut es geht zu spüren. Wandere weiter zu deinem Kehlkopf. Fühl dein rechtes Schultergelenk, den rechten Ellenbogen, das rechte Handgelenk, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleinfinger, zurück zum Handgelenk, Ellenbogen, Schultergelenk, wieder zurück zur Kehlregion. Jetzt wandere mit deiner Aufmerksamkeit zur linken Schulter. Linken Ellenbogen, linkes Handgelenk, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, zurück zum Handgelenk, Ellenbogen, linkes Schultergelenk, zum Kehlkopf. Nun wandere zum unteren Punkt deines Brustbeins, von dort zur rechten Mitte deines Brustkorbes, zurück zum untersten Punkt deines Brustbeines, von dort zur linken Mitte deines Brustkorbs und zurück zum untersten Punkt deines Brustbeins. Atme jetzt einmal entspannt in deinen Bauch ein. Fühl, wie sich die Bauchdecke wölbt und konzentriere dich auf den Punkt direkt unter deinem Bauchnabel. Jetzt auf den untersten Punkt deines Körpers. Das rechte Hüftgelenk. Rechtes Knie. Fußgelenk. Du kannst die Zehen auch bewegen, dann geht es etwas leichter. Zum großen Zeh, zweiten, dritten, vierten und kleinen Zeh, Fußgelenk, rechtes Knie, rechtes Hüftgelenk, zurück zum tiefsten Punkt des Körpers.
Jetzt zum linken Hüftgelenk, linke Kniescheibe, Fußgelenk, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh, Fußgelenk, Kniescheibe, linkes Hüftgelenk, zurück zum tiefsten Punkt des Körpers. Atme entspannt ein und fühl den Punkt direkt unter deinem Bauchnabel. Dann den untersten Punkt deines Brustbeins, den Kehlkopf und den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Verweile dort einen Moment und schau, ob du auch deinen Atem dort spüren kannst. Und dann noch einmal zum Kehlkopf, rechtes Schultergelenk, Ellenbogen, Handgelenk, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handgelenk, Ellenbogen, rechtes Schultergelenk, zurück zum Kehlkopf, linkes Schultergelenk, Ellenbogen, Handgelenk, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger. Handgelenk, Ellenbogen, Schultergelenk und zum Kehlkopf. Und das ist der Punkt deines Brustbeins. Von dort zur rechten Mitte des Brustkorbs. Zurück zum untersten Punkt des Brustbeins. Hoch zur linken Mitte deines Brustkorbs. Zurück zum untersten Punkt des Brustbeins. Zum Punkt unter deinem Bauchnabel. Unterster Punkt deines Körpers, rechtes Hüftgelenk, Knie, Fußgelenk, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh, Fußgelenk, Knie, Hüftgelenk, unterster Punkt des Körpers, linkes Hüftgelenk, Knie, Fußgelenk, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh, Fußgelenk, Kniescheibe, Hüftgelenk, zum untersten Punkt deines Körpers, zum Punkt unter deinem Bauchnabel, unterster Punkt des Brustbeins, Kehlkopf,
und Punkt zwischen den Augenbrauen. Jetzt könntest du noch ein drittes Mal in deinem eigenen Tempo anschließen. Wieder die gleichen Punkte abgehen. Und wenn du zum Schluss zurück bei dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen kommst und bei 61 angelangt bist, dann hast du dir alle richtig gemerkt. Ja, für alle, die jetzt auf dem Boden liegen, bleib noch einen kleinen Moment liegen. Und dann nimmst du vorsichtig deinen linken Arm und dein linkes Bein und führst sie über den Körper hinweg zur rechten Seite, sodass du auf deiner rechten Körperhälfte zum Liegen kommst. Bleib da so ein Momentchen liegen und guck in deinen Kopf rein, ob es da noch irgendwie so ein bisschen rumtaumelt, dann bleibst du noch einen Moment liegen. Und wenn du das Gefühl hast, dass alles wieder ganz in der Ruhe ist, dann drückst du dich langsam mit Hilfe des linken und dann später auch des rechten Armes wieder hoch, sodass dein Oberkörper wieder gerade ist, du vielleicht im Schneidersitz oder im geraden Bein zum Sitzen kommst. Und spürst noch ein bisschen in dich hinein, bis alles wieder ganz ausgeglichen und in Ruhe ist. Und dann öffnest du langsam deine Augen und kommst mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum zurück. Ich hoffe, dir hat die Meditation gefallen. Ich kann euch sehr empfehlen, sie morgens zu machen und auch einmal abends vor dem Einschlafen. Dann kommt man einfach viel besser in den Schlaf rein, die Gedanken kommen schneller zur Ruhe und morgens ist es einfach ein netterer Start in den Tag. Und nicht vergessen, nach jeder Yoga-Übung hilft es sehr gut, um die Übung im Körper zu verankern und nicht einfach losrennen.